Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen heute Abend zu den Basler Gesprächen übers Übersetzen, die jetzt dieses Mal bereits zum sechsten Mal stattfinden. Also es ist eine erfolgreiche Serie, könnte man sagen. Und wir haben hohen Besuch aus Loren. Wo liegt Loren? Ich habe mir das ausgedruckt. Das Übersetzerhaus Loren liegt in Wernetzhausen im Kanton Zürich. Es ist mit Zug und Bus in einer knappen Stunde von Zürich Hauptbahnhof oder Zürich Flughafen aus erreichbar. Ihr Ziel, für jene, die kommen wollen, heißt Wernetzhausen Dorf. Der Bus hält nur auf Verlangen. Von da führt ein Fußweg der Höhenstraße entlang in etwa 15 Minuten ins Übersetzerhaus Loren. Also Loren ist leicht erreichbar. Wer Zürich erreicht, erreicht auch Loren. Und über Loren wollen wir heute Abend sprechen. Und wir haben die Freude, Marco Kunz und ich, Martin Zink, werden gemeinsam durch den Abend führen und haben eingeladen, Gabriela Stöckli zu meiner Rechten, zu ihrer Linken, ja, genau. Dann Dorothea Trottenberg, Florence Wittmer. Und alle drei haben in unterschiedlichen Funktionen mit Loren zu tun. Und wir sind natürlich sehr gespannt, genaueres zu erfahren, was Loren ist, was das soll, nachdem Sie jetzt wissen, wo es ist. Zunächst einmal ein Übersetzerhaus. Was ist das? Ich meine, wir lesen Übersetzungen. Wir haben in diesen Gesprächen immer wieder über Übersetzungen gesprochen, aber jetzt ein Haus für Übersetzer und Übersetzerinnen. Wozu das? Ein Haus für Übersetzer heißt, dass man in diesem Haus übersetzen kann. Man kann sich als Übersetzer, als Übersetzerin mit einem Projekt, an dem man arbeitet und mit einem Verlagsvertrag bewerben für einen Aufenthalt und hat dann die Möglichkeit, eine gewisse Zeit sich in Ruhe auf ein Projekt zu konzentrieren. Das ist eine der Möglichkeiten, die so ein Haus bietet. Ja. Die Ruhe ist gewährleistet durch die Lage. Das Haus ist eher abgeschieden und man wird nicht gestört. Wie ist es dazu gekommen, dass ausgerechnet dort das Angebot an Übersetzerinnen und Übersetzer gemacht wurde? Es gab zuerst einmal das Haus. Das Haus gehörte einer Familie. Der Familienvater war auch Verleger. Er hatte den Albert Züst Verlag gegründet. Seine Frau war eher an Landwirtschaft interessiert und war eine Pionierperson des biologischen Landbaus, also ganz verschiedene Interessen. Und dann, nachdem eigentlich die Gründerfamilie, der Vater war gestorben, die Mutter war im Altersheim und dann haben die Erben oder die Kinder dazu mal noch, haben sich überlegt, was machen wir mit dem Haus? Und dann gab es eine lange, ziemlich lange dauernde Diskussion und auch einen offenen Ideenwettbewerb. Es gab sogar einmal ein Inserat, das geschaltet wurde. Das hieß Traumhaus. Wer hat eine Idee? Also es war wirklich offen. Und dann kam die Basler Journalistin und Übersetzerin Regula Rentschler, die Sie wahrscheinlich alle kennen oder zumindest vom Namen nach, hatte diese Projektidee Übersetzerzentrum. Und hat dann um das kurz zu machen, hat dann die Familie von dieser Idee überzeugt. Und es ist ja nicht so, dass es das noch, in der Schweiz gab es das noch nicht, aber in anderen Ländern schon. Deutschland, Australien. Deutschland, in Frankreich, in Arles und inzwischen gibt es das Amsterdam, in glaube ich. Amsterdam, es gibt in Lettland, es gibt in Italien mal ein bisschen mehr und ein bisschen weniger, also eins in Spanien, ein bisschen mehr und ein bisschen weniger, je nach Krise kommt es wieder oder wieder nicht. Also das ist etwas, was schon auch bekannt Was ist. das nicht unmittelbar mit der Vielsprachigkeit oder Mehrsprachigkeit der Schweiz zu tun hat, sondern. Es ist natürlich, die Schweiz ist natürlich ein Land, das man als prädestiniert bezeichnen könnte für so eine Institution. Und genau, und dann gab es einen Umbau und das Haus wurde dann 2005 eröffnet, also vor 12 Jahren. Und eben, man sieht, Übersetzerhäuser müssen nicht zwangsläufig weit entfernt von städtischen Zentren sein, weil eben in Amsterdam gibt es beispielsweise eins.
gibt auch andere Übersetzerhäuser in größeren Städten, aber häufig sind sie tatsächlich in einer Umgebung, wo man sich gut konzentrieren kann. Ja, also Stralen, das ist eine Stadt mit 15.000 Einwohnern, glaube ich. So. Genau, das ist das sogenannte Europäische Übersetzerkollegium in Stralen an der deutsch-holländischen Grenze, was auch sehr abgelegen ist. Es gibt keinen Bahnhof dort zum Beispiel. Man kann nur einen Bus mit Halt auch verlangen. Aber eben, es gibt durchaus Übersetzerhäuser auch in Stralen. Ja, also Übersetzerhaus Loren seit 12 Jahren. Und jetzt haben wir vorhin ja Bilder sehen können, aber wir brauchen noch ein paar Informationen, um uns dieses Bild zu vervollständigen. Wie viele Menschen sind da zum Beispiel zur gleichen Zeit kundig über Bücher gebeugt? Wie sieht das aus? Wie sieht das Leben in einem Übersetzerhaus aus? Also man hat einen Vertrag, das haben wir eben erfahren, ein Projekt. Man wird dorthin vielleicht eingeladen, darüber können wir noch sprechen, wie man dorthin kommt. Aber was macht man dort genau den ganzen Tag? Ja, wenn man mit dem Koffer über den holprigen Schotterweg bis nach Loren gefunden hat, dann ist es so, dass man ein Einzelzimmer oder ein Doppelzimmer beziehen kann. Wir haben 7 Einzelzimmer, 2 Doppelzimmer. Und man hat sein eigenes Bad, man hat eine Gemeinschaftsküche, eine große Bibliothek mit Schweizer Literatur bestückt in allen 4 Landessprachen und einen Salon und ein Esszimmer, in dem man gemeinsam oder alleine essen kann. Und man gestaltet den Tag so, wie es einem entspricht. Gewisse Übersetzer und Übersetzerinnen mögen es, einen geregelten Tagesablauf zu haben, arbeiten zum Beispiel von 9 bis 5, aber das sind eher die Ausnahmen. Wir haben sehr viele nachtaktive Übersetzer und Übersetzerinnen bei uns, die man dann am Morgen gar nicht sieht, weil sie nachts gearbeitet haben und gegen 3 Uhr essen sie dann Frühstück. Und es ist so, dass die allermeisten sehr konzentriert an ihrer Arbeit sitzen, in ihrem Kämmerlein, ein bisschen wie in einer Klause. Und dazwischen auftauchen, sich austauschen, es werden Netzwerke gebildet, es werden Projekte am Tisch einander zugehandelt und hin und wieder spazieren sie auch, um ein bisschen frische Luft zu tanken und genießen die schöne Landschaft. Ja, die ist ja außerordentlich schön. Man hat auch nicht weit zum Pfannenstiel oder zum Zürichsee runter, Männedorf Richtung und so. Wunderbare Gegend, natürlich, klar. Also es wird dort viel gearbeitet und es wird dieselbe Arbeit gemacht, die man sonst zu Hause vielleicht unter widrigeren Umständen erledigt. Was muss man da mitbringen? Muss man da was bezahlen, um da kommen zu dürfen? Oder bekommt man was, wenn man kommt? Also was sind so, ich frage jetzt einfach mal auch zuhanden der Zuhörer und Zuhörerinnen. Es sind sehr günstige Konditionen, zu denen man bei uns übersetzen kann. Das liegt daran, dass wir möglichst viele Übersetzer und Übersetzerinnen aus aller Welt bei uns zu Gast haben möchten. Das heißt, man bezahlt pro Woche 25 Franken für ein Einzelzimmer mit eigenem Bad. Man muss allerdings zu Schweizer Konditionen und Preisen die eigene Nahrung einkaufen und selber kochen. Das ist die Regel. Dann haben wir aber auch verschiedene Formen von Stipendien. Ich glaube, darüber können wir später sprechen. Ja, natürlich. Ja, ja. Die zur Verfügung stehen. Und wenn man bei einem Workshop bei uns ist, sind dann so speziellere Situationen, dann wird man auch dreimal täglich bekocht von unserem Hausmeister Marco Rühr, der, so höre ich, immer wieder ausgezeichnet kocht und das ist mit einer Motivation zu uns zu kommen. Vielleicht kann man noch anfügen, dass für diese normalen Aufenthalte, also ohne jetzt ein besonderes Stipendium, ist die Reise aber immer eine Eigenleistung. Also die Reise bezahlen alle Übersetzerinnen und Übersetzer selber. Das ist so das, was man selber aufbringen muss, um zu uns zu kommen. Und wenn wir beim Geld sind wieder, kann man sagen, mit 25 Franken pro Woche sensationell günstiger Aufenthalt. Das kann man ja nicht günstiger gestalten. Aber es muss ja irgendeine Institution geben, die für die Kosten aufkommt. Es kostet ja mehr, das Leben, als es von den Übersetzern verlangt wird. Und so. Also wie wird das finanziert, das Haus? Ah, du meinst jetzt die, ja, genau, also woher kommt das Geld? Das ist, wir sind ein, also die, unsere Rechtsform ist ein Verein und neben dem Verein gibt es eine Stiftung. Und die Stiftung hat das Geld
um uns, um den Betrieb des Übersetzerhauses zu finanzieren. Und das sieht im Moment so aus, dass von unserem Budget zu 3/4 kommt das Geld von dieser Stiftung, also eine höchst komfortable Situation, dass wir wirklich auch die gesamten Fixkosten und alles, was sonst so schwierig, wenn man Mittel beschaffen muss, alles, was sonst so schwierig zu finanzieren ist, wer bezahlt einem schon die Heizung und wer bezahlt das Personal und das Putzen und all das, dass das bei uns durch diese Stiftung gewährleistet ist. Das ist natürlich eine sehr komfortable Situation. Und der Rest der Mittel, das sind etwa zwischen 100 und 150.000 Franken je nach Jahr, müssen wir noch über Fundraising müssen wir noch selber akquirieren. Sind das Kooperationen? Das sind ganz unterschiedlich. Also wir haben eine enge Zusammenarbeit mit der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia. Da geht es auch darum, dass solche Bücher zum Beispiel erscheinen. Jean-Jacques Rousseau, Les Rêveries d'un Promeneur solitaire auf Armenisch oder Hans-Jörg Schneider, Hunkeleri Saladus, also Hans-Jörg Schneider auf Estnisch. Und da bei diesen Aufenthalten von Christian Kracht, von Übersetzern, von Schweizer Autorinnen und Autoren, da haben wir eine Zusammenarbeit mit Pro Helvetia. Die geben Stipendien, damit diese Übersetzer zu uns kommen können. Und dann gibt es eben, es gibt ja Dinge, für die man relativ leicht Mittel beschaffen kann, wie zum Beispiel Stipendien, Veranstaltungen, Weiterbildungen. Das sind Projekte, die lassen sich, ich sage jetzt mal, noch recht gut verkaufen. Also das ist auch eine Geschichte, die man einfach erzählen kann. Wir bieten diese Weiterbildung an für professionelle Übersetzerinnen und so weiter. Und da eben, da gibt es Pro Helvetia und auch verschiedene andere Stiftungen, die uns unterstützen. Genau. Und inzwischen gibt auch der Kanton Zürich einen Betriebsbeitrag von 25.000 Franken. Ja, seit etwa jetzt 3 Jahren. Ja. Also eine große Rolle spielt aber doch der Verein, wo Sie im Vorstand sitzen. Ja. Also ich bin als lebende Übersetzerin im Real existierende. Jemand also vom Fach sozusagen. Ansonsten eben setzt sich der Vorstand zusammen aus der Geschäftsführung, aus Frau Schöppli, aus einem Anwalt, einem Bankfachmann. Ah, das ist aber gut, das sind ja alles wichtige Sachen. Ja. Genau, und aus einer Frau Weber-Henking, sie ist Leiterin des Studiengangs, Professorin am Centre de Traduction Littéraire in Lausanne und einem Mitglied aus der Stiftung. Ja, und Sie vertreten sozusagen das Kerngeschäft, nicht? Ja, also, Sie erinnern daran, ja, dass da noch was. Ja, genau. Und Sie sind zuständig für Weiterbildung. Ja, unter anderem. Ja. Unter anderem, ja. Also worin besteht denn Ihre Aufgabe? Es ist so, dass wir 5 Teammitglieder sind im Büro, die ganze Administration und Organisation schmeißen. Und wir haben alle verschiedene Gebiete, die wir abdecken. Und die Weiterbildung, das ist mehrheitlich ist es die Organisation von solchen Weiterbildungsworkshops für Professionelle in Übersetzer und Übersetzerinnen, die für eine Woche zu uns nach Loren kommen, um sich für zusammenzusetzen, an ihren Texten intensiv zu arbeiten und sich auszutauschen. Und sehr oft sind das Workshops, die in 2 Sprachen stattfinden, zum Beispiel Deutsch-Französisch, Französisch-Deutsch, oder Englisch, Französisch, Französisch, Englisch etc. Und das sind solche vice versa Werkstätten. Und das ist eines der Gebiete, die ich betreue. Es gibt im Team noch viele andere. Dazu gehört die Vergabe von Stipendien oder oder öffentliche Veranstaltungen organisieren. Es gibt Schulprojekte und es gibt die ganz normalen Aufenthalte, von denen wir vorhin gesprochen haben. Also Sie haben jetzt gerade von diesen Workshops gesprochen. Vorhin haben Sie gesagt, diese Woche haben Sie einen Workshop Georgisch-Deutsch-Übersetzung. Jetzt würde mich interessieren, erstens, wie
kommen die Leute, also bewerben sie oder sie machen einen Aufruf, nehme ich an, sie bieten das an. Wie entsteht die Idee zu einem Workshop über Georgisch, Deutschübersetzung? Woher kommt die Initiative? Wie organisieren Sie das? Wie kommen Sie an die Leute? Bewerben Sie sich auch mit einzelnen Projekten? Und wie läuft das dann ab in so einem Workshop? Vielleicht kann man sagen, dass unser Modus operandi ist eigentlich immer die Kooperation. Also es gibt schon so viele Leute, die gute Dinge machen. Dann gibt es je nach Themen, die gerade Aktualität haben, gibt es auch Geld, um was machen zu können oder vielleicht um etwas noch besser machen zu können. Und wir sind immer ein wenig auf der Pirsch und schauen, was ist gerade wichtig und wo sind die Leute in Bewegung. Das finde ich ganz wichtig. Es gibt ja auch Institutionen, die sagen, wir machen einfach unser Ding und wir sind auf uns konzentriert und wir wollen eigentlich das Gegenteil. Und jetzt Georgisch zum Beispiel ist so, dass nächstes Jahr ist Georgien Gastland auf der Buchmesse in Frankfurt. Und die Georgier, die machen eine, finde ich, eine großartige Arbeit. Die haben schon vor Jahren, 2-3 Jahren angefangen, ihre Fühler auszustrecken. Und ich glaube, das wird ein toller Auftritt. Und das Wichtigste bei diesem Gastlandauftritt, bei jedem Land, ist, dass es dann Übersetzungen auf Deutsch gibt, wenn die Buchmesse stattfindet. Und jetzt im Gegensatz zu Frankophonie, die dieses Jahr Gastland war, oder auch zu größeren Literaturnationen wie China oder Türkei, wo es schon viel gibt, gibt es da noch ganz wenig. Und da sind wir eigentlich, wurden wir angefragt, dass jetzt wird ganz viel aus dem Georgischen übersetzt, plötzlich, um eben die, um bereit zu sein für diesen Gastlandauftritt. Und es gibt aber ganz wenige Übersetzer ins Deutsche. Es ist ja kein Markt da oder war bisher kein Markt da. Und jetzt plötzlich gibt es mehr und auch Anfänger und Leute, die auch die Chance wittern, ins Geschäft reinzukommen als Übersetzer aus dem Georgischen, weil jetzt eben doch Aufträge vorhanden sind. Und da wurden wir angefragt und mit diesem Workshop können wir eigentlich einen Beitrag dazu leisten zur Professionalisierung dieser zum Teil sehr jungen, noch sehr jungen Übersetzerinnen und Übersetzer, indem wir sie zusammenarbeiten lassen mit erfahrenen Leuten, zum Teil auch einfach Übersetzer, die dann vielleicht nicht mal unbedingt Georgisch besonders gut können, sondern die einfach die Übersetzung in der Zielsprache ganz genau anschauen und sehen, wo holpert es, ist wahrscheinlich etwas sehr wörtlich und wo muss man noch am Stil arbeiten und so weiter. Also dass wir hier eigentlich wie Hand bieten dafür, dass etwas, was sowieso passiert, eigentlich ein Beitrag an die Qualität der Arbeit. Das ist, finde ich, ein sehr typisches Beispiel dafür, wie wir eigentlich arbeiten. Ja. Und dann die Ausschreibung, das wird dann über die üblichen Kanäle der Verbände, in dem Fall natürlich im deutschsprachigen Raum über die Universitäten, alle die Multiplikatoren, über die wir denken, dass man die Akteure direkt erreichen kann. Eben zu den Workshops vielleicht noch, es sind häufig dann über Ausschreibungen, wird das bekannt gemacht und wenn man dann die Teilnehmer auswählt, dann schaut man zum einen auch auf eine Mischung, also dass nicht nur eine Hase dabei liegt, sondern es wirklich eine Mischung gibt aus Erfahrenen und vielleicht noch Berufsanfängern und man schaut auch etwas darauf, dass es eine Mischung an Genres gibt, also dass jetzt nicht nur Romane dabei sind als Vorlage, sondern vielleicht auch eine Genrevielfalt entsteht. Mhm. Sodass man sich dann, wenn man sich bewirbt, bewirbt man sich mit einem Text, an dem man arbeitet und reicht diesen ein und diejenigen, die ausgewählt werden, bekommen alle Texte von allen dann zugeschickt. Und diese Workshops sind immer sehr intensiv. Man arbeitet häufig einen halben Tag dann an einem von diesen Beispieltexten. Und deswegen wird einfach geschaut, dass es eine Vielfalt gibt von Teilnehmern, Teilnehmerinnen und auch von übersetzten Genres. Kommen da bereits die Verlage ins Spiel? Also die müssen ja irgendwo einen Vertrag haben, wenn die kommen. Oder die müssen ja Aussichten darauf haben, dass das von ihnen übersetzte Werk auch publiziert wird. Sind da also Verlage schon mit dabei? Bei den Workshops gibt es eine Sonderregelung. Im Prinzip ist es wunderbar, wenn ein Verlag da vorhanden ist, aber es ist nicht Bedingung, weil es eine Weiterbildungsveranstaltung ist. Natürlich haben wir die Hoffnung und die Übersetzer sowieso, dass ihr Werk auch erscheint, aber weil wir
möchten, dass sich die Übersetzer bei uns wirklich zusammensetzen können und profitieren können von diesem Weiterbildungsangebot, ist das der einzige Moment, in dem ein Verlag nicht absolut unabdingbar ist. Das leuchtet mir ein. Aber was wir versuchen, ist zum Beispiel bei Abendveranstaltungen im Rahmen des Workshops Verleger, Verlegerinnen einzuladen nach Loren und diese Kontakte herzustellen. Ich habe auch einen Artikel gelesen auf Ihrer Webseite. Im letzten Jahr hatten Sie einen Workshop mit Nachwuchsübersetzer, Übersetzern aus arabischen Ländern. Da waren doch zwei Verleger dabei, die eigentlich den Übersetzern auch versucht haben zu erklären, wie sie vorzugehen haben, um Übersetzungen zu verkaufen. Das fand ich auch ganz interessant. Genau, das ist jeweils, weil auch verschiedene Workshops in verschiedenen Kontexten stattfinden und wir versuchen, neben der ganz konkreten Textarbeit, wo sich wirklich alle über die entstehende Übersetzung beugen, haben wir immer ein Rahmenprogramm und das kann ganz unterschiedlich sein. Also es kann sein, wie Florence gesagt hat, dass Verleger kommen und ihr Programm vorstellen. Und wie damals war, da haben wir von diesen arabischen Verlegern gewusst, dass die eigentlich auf der Suche sind nach jungen Übersetzern aus dem Deutschen. Die wollen Bücher bringen, die Verleger waren beide aus Ägypten. Die wollen Bücher bringen und sie wollen neue Kräfte. Sie wollen eigentlich die Jungen engagieren, was toll ist. Also das heißt, es besteht tatsächlich die Möglichkeit, dass eine jüngere Kraft tatsächlich an einen Auftrag rankommt. Und dann haben wir gedacht, gut, jetzt üben wir mit diesen jungen Nachwuchsübersetzerinnen und Übersetzern, wie sage ich es dem Verleger? Also wie bringe ich ihn, ich habe ein tolles Buch und ich würde es gerne übersetzen. Wie bringe ich ihn dazu, dass er das macht? Und dann haben wir dieses Pitching, nennt sich das, geübt mit ihnen. Wie erzähle ich die Geschichte? Natürlich ist jeder Verleger anders und der eine hat es lieber so und der andere so. Auch die beiden Anwesenden haben auch ganz klar kommuniziert, die schauen auf vielleicht unterschiedliche Sachen, aber schaut euch das Programm des Verlags an. Nur wenn einer denkt, das tolle Buch, wieso ist das noch nicht übersetzt, das reicht nicht. Man muss wissen, was der Verlag macht. Man muss erklären können, warum passt es in das Programm. Wie soll die Probeübersetzung aussehen? Also wirklich die fit machen, damit sie eine Chance haben, weil Chance hat man dann immer nur eine. Wenn man vorspricht oder eine Mail schreibt und es ist nicht gut oder man hat nicht auf das Richtige geachtet, dann war es das, dann ist es gelaufen. Also dass die wirklich, und das hat, also wir haben jetzt Rückmeldungen bekommen, von denen haben jetzt tatsächlich drei einen Auftrag bekommen und zwei davon sogar von den Verlegern, die anwesend waren. Also die Verleger waren in dem Fall auch auf der Pirsch, sage ich mal. Also die haben auch geschaut, treffe ich hier jemanden mit dem oder mit der ich arbeiten könnte. Das ist gut gelaufen. Es gibt natürlich nicht immer eine Garantie, dass es dann tatsächlich zu Aufträgen kommt. Ja. Damit wird auch eine weitere Qualität vom Loren angesprochen, nämlich als Vermittlungs-, Vernetzungs-, Verkabelungs- oder irgendwie Instanz, wo man also miteinander ins Gespräch bringt, nicht nur Leute hier arbeiten lässt. Wie geht ihr da vor? Also das ist jetzt, finde ich, ein tolles Beispiel, das mit den arabischen Übersetzen. Gibt es noch andere? Also neben dem, was wir machen, passiert natürlich im Haus ganz viel ohne unser Zutun und vielleicht auch ohne, dass wir davon erfahren, nämlich am Abend beim Essen, also diese Ideenbörse, das ist schon schön. Oder auch unsere Bibliothek, wo die Leute schmökern und plötzlich finden sie was. Und kürzlich bei einer Veranstaltung habe ich zufällig erfahren, dass eine junge Übersetzerin aus dem Italienischen ins Französische, die bei einem Workshop mal dabei war, hat die Autorin Anna Felder entdeckt, zufällig beim Schmökern im Regal, und hat einen Verlag gefunden in Frankreich, der das publiziert hat. Und jetzt ist das Buch erschienen. Ich meine, das sind natürlich auch Glücksmomente. Also das ist das, was passiert eigentlich. Natürlich tun wir etwas dazu, nämlich wir stellen die guten Bücher hin. Aber ob etwas passiert dann daraus, das ist dann die Eigendynamik. Genau. Es ist wirklich so, dass sich häufig eine Eigendynamik ergibt, je nachdem, welche Gäste anwesend sind, dass das auch so eine Art Kontaktbörse ist für Übersetzer untereinander, wo Loren das Gefäß ist und die ideale Bedingung. Es muss sich auch nicht immer was ergeben, je nach Kontext, mit wem man wo ist gleichzeitig. Aber es kommt durchaus vor, dass man sich dann auch untereinander erzählt, wo jetzt mit welchem Verlag man gerade zu tun hat, oder dass man weiß, es wird etwas gesucht, und das findet dann häufig eben informell statt.
ist aber eine nicht zu unterschätzende Qualität von solchen Institutionen wie Loren. Es gibt ja sicher auch Konkurrenz. Ich meine, die Übersetzer und Übersetzerinnen arbeiten auf einem schmalen Terrain und die Zahl der Verlage, die sich für ihre Arbeit interessieren, ist nicht unermesslich groß. Das Geld, das dafür gesprochen wird, eher bescheiden. Und die Möglichkeiten, gibt es da auch Situationen, wo ihr eingreifen müsst, wo ihr merkt, da packt. Das wäre vermessen, da in diese Marktkräfte eingreifen zu wollen. Aber wir wurden mal angefragt, ob wir was Großes machen wollen für Deutsch, Griechisch, Griechisch, Deutsch. Und da musste ich sagen, schöne Sprache, schönes Land, schöne Literatur. Aber wenn wir jetzt 6 neue Profi-Übersetzer quasi auf den Markt spülen für Griechisch, Deutsch, für die gibt es einfach die Arbeit nicht. Dann muss ich schon, ich finde, da muss man auch realistisch sein und sagen, nein, wenn wir jemanden haben, der etwas machen kann, dann können wir vielleicht was Individuelles oder ein Mentorat oder so etwas organisieren. Aber jetzt hier etwas Großes, das geht ja dann immer auch um sehr viel Geld und auch Fördermittel, da muss man schon auch sich ein bisschen an der Realität orientieren. Also ich finde auch eben eingreifen, ja. Nein. Ja. Das andere gibt es schon, dass zum Beispiel eine junge Übersetzerin bei einem Workshop dabei ist und durch ihre Arbeit und ihren Text derartig überzeugt, dass eine erfahrene Übersetzerin, die viel zu viele Aufträge hat und merkt, ich komme mit dem Werk nicht klar oder ich kann es nicht alleine fertig schaffen, bis zum Datum, an dem ich es abgeben muss, dass diese dann sagt, schau, ich bin überzeugt von deiner Arbeit, machst du mir diese Teile, hast du Lust, mit mir zusammenzuarbeiten? Das gibt es doch immer wieder. Und das ist auch sehr schön. Das ist toll. Weil so kommen dann die jungen Übersetzer, die Neueinsteiger an einen ersten Auftrag und es kann so weitergehen. In der Einladung zu dieser Veranstaltung haben wir eine vollständige Liste aller Sprachen aufgeführt, die im Jahr 2016 Ausgangs- und oder Zielsprachen waren. Das ist eine beeindruckende Liste. Sie beginnt mit Abbasinisch und hört auf mit Usbekisch. Jetzt Usbekisch, da bekommen wir durch die politischen Zeitläufe noch irgendeine Vorstellung mit, denke ich. Aber gewisse Sprachen waren mir dann doch wieder etwas unbekannt. Katalanisch ginge noch, haben wir auch gestützt durch die aktuelle politische Lage in Europa mit, aber das Lesginisch zum Beispiel habe ich dann einfach hingetippt, aber ich wusste nicht, was ich da tippe. Wir haben so ein ganz kleines Projekt für Sprachen aus dem Kaukasus und da gibt es eben Armenisch und vielleicht haben wir auch was Georgisches dabei, das sind die großen Literatursprachen und dann gibt es ganz viele kleine Sprachen. Auch Sprachen, die eigentlich viele davon sind vom Aussterben bedroht. Und wir haben eine Übersetzerin, die eigentlich hauptberuflich aus dem Georgischen übersetzt. Und die laden wir jedes Jahr ein. Und dazu kann sie 2 Übersetzerinnen oder Übersetzer aus diesen kleinen kaukasischen Gebieten einladen. Und da geht es ein bisschen, also da liegt der Fokus auch auf dem Spracherhalt. Und oft sind das Übersetzungsprojekte ins Russische, weil Russisch ja immer noch die Lingua Franca ist in all diesen Gegenden. Und dann geht es eben darum, zum Beispiel abbasinische Märchen oder leskinische Erzählungen ins Russische zu übersetzen. Und das sind dann meistens 2-sprachige Ausgaben. Also das ist so ein kleines Teilprojekt, aber das ich auch schön finde, dass wir das machen können. Und dafür ist es auch wichtig, dass wir ein Teammitglied haben, das Russisch spricht, weil das sind dann zum Teil Leute, die übersetzen, die tatsächlich auch nicht Englisch können und schon gar nicht Französisch oder Deutsch. Ja. Gibt es eine Lingua Franca, eine Geschäftssprache in Loren? Also ich würde sagen Französisch, Englisch, Deutsch und Russisch. Ja. Das sind die. Mich als Hispanist interessiert das Spanische besonders. Und Spanisch, dahinter stehen natürlich ganz viele Länder. Ich habe gesehen, dass Sie gerade mit Argentinien auch eine Zusammenarbeit haben, Mexiko glaube ich auch. Wie sieht das dort aus, aus diesem ganz großen Bereich, Lateinamerika, Spanien? Wir hatten 2014 haben wir uns mal richtig Gedanken gemacht, wo wollen wir hin und haben so einen Strategieplan entwickelt.
Und dann haben wir auch gedacht, wir kamen auf die Idee, dass es aus verschiedenen Gründen angezeigt ist, einen geografischen Schwerpunkt auszuwählen. Und dann ist die Wahl auf Lateinamerika gefallen. Einerseits ist das meine, auch ich bin auch Hispanistin, ist das ein bisschen meine Heimat und ich habe dort schon Kontakte. Und gleichzeitig ging es aber darum zu schauen, wo gibt es wichtige Literaturnationen, Länder mit einem Buchmarkt, der professionell organisiert ist und eine hohe berufliche Exzellenz beim Übersetzen. Und Lateinamerika ist ein riesengroßer Kontinent mit unglaublich großen Unterschieden, auch was den Buchmarkt betrifft. Und man kann sagen, dass in Argentinien, Mexiko und in Brasilien gibt es wirklich einen strukturierten Buchmarkt mit ganz, der eine wichtige Wirtschaftskraft ist. Und daneben gibt es kleinere wie Chile, Kolumbien, Venezuela ist im Moment schwierig, aber das kommt dann schon wieder, wo auch Profis eine gute Arbeit leisten. Und dann haben wir angefangen dort mit wenig Geld und das Geld mussten wir auch finden. Also das ist nicht Geld, das wir schon hatten. Da haben wir die Avina Stiftung von Stefan Schmidheini, die hatten ja lange Aktivitäten, also die Firma von Stefan Schmidheini in Lateinamerika. Genau, Zementfabriken, Zement, ja. Genau. Und dann gibt es diese Avina Stiftung von Schmidheini, die auch so, ich sag mal, ein Herz für Lateinamerika hat. Und dann haben wir bekamen wir von ihnen, und das ist immer noch so, also um wirklich zu zeigen, es geht oft um kleine Geldsummen, 12.000 Franken im Jahr. Damit unterstützen wir Stipendien für Übersetzerinnen aus diesen Ländern, die sich die Reise eben nicht selber bezahlen können, damit wir ihnen die Reise finanzieren können. Workshops zum Beispiel für Kinder- und Jugendliteratur in Buenos Aires im Rahmen eines Kinder- und Jugendliteraturfestivals. Zweisprachige Workshops, Deutsch, Spanisch, Spanisch, Deutsch in Mexiko in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut. Und für alle diese Projekte geben wir 3.000 bis 4.000 Franken. Und es ist so, dass man bei vielen von diesen Aktivitäten eigentlich Dinge unterstützt, die schon am Laufen sind, aber oft mit diesen kleinen Beiträgen doch die Sache letztendlich ermöglicht. Also dass es tatsächlich, es gibt noch andere Geldgeber, andere Partner, aber mit diesen 3.000 bis 4.000 Franken macht man eigentlich das Projekt möglich. Und das ist sehr befriedigend, weil man eigentlich mit ganz wenig Mitteln doch Dinge in Bewegung bringen kann. Ja. Darf man annehmen, dass Loren ein guter Ausgangspunkt für Reisen ist? Ich meine, jetzt hören wir die ganze Zeit solche Destinationen und so. Muss man nie vor Ort nachprüfen, ob das gut gemacht wird? Oder ist das... Ich versuche schon seit Jahren eine Einladung nach Bern zu kriegen ins Übersetzerzentrum. Das heißt, das ist noch nicht geschehen. Klappt nicht. So seltsam. Also. Klar, wir sind natürlich auch unterwegs. Also ich bin familiär bedingt jedes Jahr in Lateinamerika und ich verbinde das dann. Ja, genau. Und da würde ich sagen, profitiert jetzt wahrscheinlich Loren davon, dass ich sowieso schon da bin, aber das ist eine schöne Sache. Und ich muss auch sagen, dass ich eigentlich, wo immer ich bin, versuche ich noch irgendwas zu machen. Also ich war dieses Jahr zum ersten Mal in Kuba und Kuba hat eine sehr spezielle Situation, auch mit dem Buchmarkt, aber wahnsinnig gute Übersetzer. Wahnsinnig gebildete Leute, die mit denen man einfach gern zusammenarbeitet und bei denen man sicher ist, dass die Qualität wirklich hoch ist. Und dann zum Beispiel dort, das war sehr nützlich, dort persönlich anwesend zu sein, weil ich auch fest gemerkt habe, wir müssen beim Verlagsvertrag bei Kuba, das ist jetzt das einzige Land, wo wir eine Ausnahme machen, weil die Kubaner keine Verträge haben. Also die übersetzen zuerst und ich meine, sie sind ja nicht dumm, sie übersetzen ja einfach sowieso das, wovon sie sicher sind, dass es publiziert wird. Sie können sich ja nicht leisten, einfach nur für die Schublade zu übersetzen. Und wenn die Übersetzung vorliegt, gehen sie zum staatlichen Verlag und der gibt ihnen dann einen Vertrag, aber erst, wenn die Übersetzung fertig ist. Das heißt, wenn wir auch Kubanern eine Chance geben wollen, zu uns zu kommen, müssen wir die ohne Vertrag akzeptieren. Das haben wir jetzt, diese Kröte haben wir jetzt geschluckt, weil wir die Kubaner nicht ausschließen wollen. Und von daher sind natürlich diese Reisen schon auch wichtig und interessant, aber natürlich können wir nicht ständig irgendwo unterwegs sein. Ja. Also wenn Sie Leute zusammenbringen, wie wir schon gesehen haben,
sind auch Schriftsteller dabei, die übersetzt werden. Es gibt gerade auch viele Schweizer Literatur, die über Projekte im Zusammenhang mit Loren übersetzt werden. Kommt es auch zu Treffen zwischen Übersetzern und Autoren? Also, es ist so, dass wir immer wieder Hauslesungen organisieren. Wenn jemand einen Schweizer Autor übersetzt und bei uns zu Gast ist, dann bemühen wir uns, wenn die Kontakte noch nicht bestehen, diese Kontakte herzustellen, damit sich die Übersetzerin und der Autor in Loren treffen können zu einem Arbeitsgespräch. Und innerhalb dieses Arbeitsgespräches versuchen wir, die Autorinnen dann auch zu überzeugen, eine Stunde mit den anderen Übersetzern im Haus zusammenzusitzen, mit der Übersetzerin ein Gespräch zu führen über das Werk. Und es ist tatsächlich so, dass durch diese Gespräche dann sehr oft neue Übersetzungsprojekte in andere Sprachen entstehen. Oder es gibt auch das Modell, was mit dem russischen Schriftsteller Michail Schischkin war, dass er in Loren zu Gast war und gleichzeitig wie viel? Elf Übersetzer und Übersetzerinnen, die ihn in verschiedene Sprachen übersetzen. Und da gibt es dann eben Roundtable-Gespräche, zum Teil moderiert oder übersetzt, aber dennoch, es geht dann einfach um die Übersetzung oder eben um das Übersetzen dieses Autors in verschiedene Sprachen. Da hat der Krei alle Missverständnisse geklärt. Ja, oder vielleicht, was natürlich auch vorkommt, einfach Missverständnisse entdeckt, die man noch gar nicht natürlich gesehen hat. Ja, klar. Es gibt ja viel. Entschuldigung. Er hat gesagt, nachdem er bei uns war, er werde jetzt anders schreiben, immer mit dem Hintergrund seine Übersetzer, weil es nicht klar wurde, wie schwierig es ist, Genau, Peter Stamm ist ja auch oft bei uns zu Gast, weil halt seine Bücher wirklich in viele Sprachen übersetzt werden. Und er sagt auch immer so ein bisschen halb im Scherz, aber eigentlich fürchtet er sich ein bisschen vor den Übersetzern, weil sie merken einfach alles. Sie merken jede Inkongruenz, jeden Fehler und so. Und einmal hatten wir eine Übersetzerin. Es ist ja auch so, dass wir natürlich diese kleine Nische der sogenannten Hochliteratur, extrem anspruchsvolle Texte, die bei uns übersetzt werden, aber wir nehmen alle Profis. Wir nehmen auch Leute, die wirklich die Massenware übersetzen und Krimis und so weiter. Also wir sind da, wir wollen einfach den Berufsstand der professionellen Übersetzer unterstützen. Und ich kann mich erinnern. Literatur. Und Literatur in einem weiten Sinne, auch Kinderbuch, Geisteswissenschaften und so weiter. Und da war mal eine Übersetzerin zu Gast, die hatte den Stadtplan von Manhattan auf der Magnetleiste aufgemacht. Und dann die sagte, ich musste irgendwie in ihr Zimmer irgendwas wegen dem Internetanschluss oder so. Und dann sagt sie mir, ja, es ist. Diese Autorin, die schmeißt so 3-4 Bücher pro Jahr auf den Markt und ich muss immer kontrollieren. Manchmal hat sie einfach zwei, sie sagt Ecke, diese und diese Straße, dabei sind die parallel und das geht ja gar nicht. Also das sind so die sehr Gewissenhaften, die dann auch noch die Fehler korrigieren. Also Darf man das? Ich meine, darf die Übersetzung besser, genauer werden als das? Ja? Das kommt darauf an, finde ich. Also wenn die Leute noch leben, die diese Bücher schreiben und diese Fehler machen, dann kann man die ja fragen. Mhm. Und das habe ich auch schon mal gemacht und dann bekommt man entweder die Antwort, ah ja, das kann man verbessern oder das habe ich nicht gemerkt und dann sind sie vielleicht froh, wenn man es verbessert. Aber an sich ist es natürlich heikel, weil so ein literarisches Werk ist ja ein Gesamtkunstwerk an sich mit allen Fehlern. Und bei Autoren, die nicht mehr leben, die kann man ja nicht fragen. Da würde ich im Zweifelsfalle eher sagen, man behält die Fehler bei. Was ja dann vielleicht auch dem Übersetzer oder der Übersetzerin zugeschrieben wird und in die Schuhe geschoben wird, nicht? Das ist dann einfach leben. Genau. Aber das, damit muss man leben und davon muss man dann auch abstrahieren, weil das ist natürlich, wird das immer erst dem Übersetzer zugeschrieben. Ja, es gab ja kürzlich diesen Spruch vom Verteidigungsminister Guy Parmelin, es gäbe in der Schweiz 8 Millionen Flugzeugexperten. Und dann ist mir eingefallen, es gibt vielleicht auch 8 Millionen Übersetzungsexperten, wahrscheinlich nicht so. Es haben ja alle eine Meinung. Ich habe schon so viele Leute gehört, die sofort sagen, das ist eine gute, eine schlechte Übersetzung und so. Ohne Kenntnis des Originals. Wir haben jetzt gesehen, diese 36 Sprachen, die da verhandelt wurden letztes Jahr in Loren, ist das schon ein großer Anspruch. Irgendwie ist das interessant mit der Autorin Elena Ferrante, die ja wahnsinnig erfolgreich ist, dass ich jetzt ständig auf Leute treffe, die sagen, aber ich habe das in der englischen Übersetzung gelesen, ich lese das lieber auf Französisch. Und also ich mache mich auch nicht darüber lustig, ich finde das total spannend. Und wie dann, warum
entscheidet man sich für die englische Übersetzung, vielleicht findet man tatsächlich in dieser Übersetzung etwas, was einen mehr anspricht, vielleicht als in der deutschen. Aber ich glaube wirklich, und das ist auch bei unseren Veranstaltungen so, es ist unglaublich schwierig, das nachher in Worte zu fassen. Was macht es aus, was mich anspricht bei einer Übersetzung? Was macht die Qualität aus? Wenn man jetzt auch davon ausgeht, dass wir alles von lauter hochstehenden, also qualitativ hochstehenden Übersetzungen sprechen, warum spricht mich die eine doch mehr an als die andere? Also das ist, ich finde das wahnsinnig schwierig, das in Worte zu fassen. Ja. Es gibt ja auch vielleicht noch als Ergänzung zu Workshops mit zwei Sprachenpaaren, es gibt ja auch noch andere Workshops, zum Beispiel gibt es Workshops Kontakt für Verleger, Übersetzer, also wenn es darum geht, eine Übersetzung zu redigieren und sie zu einer noch besseren Übersetzungen zu machen. Es gibt also auch solche Themen, eher themenorientierten Workshops. Wo es um die Qualität geht, genau, um die Sicherung der Qualität. Ich denke mir, dass Lorn auch ein Ort ist, wo theoretisch gestritten wird. Es gibt ja in Sachen Übersetzen ganz unterschiedliche Ansätze. Da koexistieren doch verschiedene Modelle, wie man einen Text von einer Sprache in die nächste schmuggelt. Wird das auch ausgetragen in Foren, Diskussionen? Gibt es auch diese Gespräche unter Übersetzern, Übersetzerinnen? Ich stelle fest, dass es Unterschiede gibt zwischen den Ländern und Sprachregionen. Also es ist auch so, dass in vielen Ländern, zum Beispiel mit lateinischen Sprachen, dass da auch üblicher ist, dass die Übersetzerinnen und Übersetzer zum Beispiel an den Hochschulen arbeiten und dadurch auch eher auf einem theoretischen Diskursebene unterwegs sind. Und dort, finde ich, ist es üblicher. Hingegen im deutschsprachigen Raum, glaube ich, gibt es, du musst mich korrigieren, wenn es anders ist, stelle ich fest, dass es schon die Leute gibt, die sagen, ich bin die professionelle Literaturübersetzerin. Natürlich habe ich Ideen oder ich habe eine Ahnung von der Theorie, aber es gibt auch so eine pragmatische Haltung, bei der man sagt, eigentlich muss man bei jedem Werk seine Theorie wieder neu bündeln und neue Grundsätze und eine neue Strategie entwickeln. Die also nicht sagen, es gibt eine übergeordnete Strategie, die mein Werk als Übersetzerin prägt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Dorothea. Mir fällt bei diesem Wort Übersetzungstheorie eben immer der nicht mehr so neue Witz von Dieter E. Zimmer, der selbst ein bekannter Übersetzer ist. Nabokov und andere. Ja, genau. Der eben mal vor vielen Jahren gesagt hat, dass die Übersetzungstheorie beim Übersetzen ungefähr so behilflich ist wie die Kenntnis der Thermodynamik beim Zubereiten eines Rostbratens. Also, natürlich gibt es Theorien, natürlich kennen wir die auch alle mehr oder weniger, aber ich für mich würde nicht sagen, dass ich nach einer Theorie übersetze, sondern eher jetzt, wie du gesagt hast, dass man sich versucht, für das Werk, an das man übersetzt, eine Maxime zurechtzulegen oder dass man dessen Besonderheiten erkennt und versucht, diese möglichst gut zu transportieren oder beizubehalten. Der schlimmste Fall ist ja der, wenn ein Text als unübersetzbar bezeichnet wird. Was macht man dann in Loren damit? Ist jemand angereist und stellt fest, der Text mag ja in der Originalsprache, in der Ausgangssprache ganz toll sein, in der Zielsprache kommt davon wenig an. Ich würde jetzt nicht sagen, Finnegans Wake zu übersetzen ist ein Klacks, aber ich denke doch, dass vieles als quasi, das ist unübersetzbar, als unübersetzbar gilt, wofür man tatsächlich Lösungen in welcher Zielsprache auch immer findet. Und abgesehen davon, dann gibt es den Auftrag und man muss etwas finden. Und also ich finde es sehr spannend, über Unübersetzbares zu sprechen, weil man nämlich dann darauf zu sprechen kommt, wie ist es beschaffen? Und dann kommt man mit dem analytischen Blick, und das ist ja der erste Schritt, dass man versteht und auch irgendwie mehr oder weniger explizit beschreiben kann, was ist hier überhaupt vorhanden, wie ist es gemacht, wie ist es komponiert. Und dann kommen schon die Metaphern, wie ist die Musik und die Tonlage und so weiter. Und das ist der erste Schritt und dann beginnt die Arbeit und dann muss man für das Unübersetzbare Lösungen finden. Genau. Wir haben übrigens am 6. Dezember im Kosmos in Zürich, wenn Sie Lust haben, genau zu diesem Thema eine Veranstaltung. Und zwar heißt die Unübersetzbar,
Fragezeichen und es wird Michael Fehr da sein, zusammen mit seinem Übersetzer ins Englische. Sean Whiteside. Sean Whiteside, genau. Da geht es genau um solche Themen. Und jeder Autor, jede Übersetzerin muss in der Zusammenarbeit und in der Auseinandersetzung mit dem Text eine Lösung für sich finden und wie die aussehen könnte. Das erfahren Sie am 6. Dezember. Das ist eine Serie, also. Das ist eine wiederkehrende Veranstaltung zu diesem Thema. Mhm. Gibt es noch andere solche? Genau. Also das ist jetzt etwas ganz Neues. Ich weiß nicht, ob Sie gehört haben von diesem neuen Kulturzentrum Kosmos in Zürich, das bei der Europaallee, also bei dieser Verlängerung der Achse, eigentlich neben dem Hauptbahnhof Zürich, wo ja all diese Hochhäuser zu stehen gekommen sind, da gibt es eben dieses Kulturhaus Kosmos und die haben uns, und das ist vielleicht auch der Kontext unserer Veranstaltungen, also neben der direkten Förderung von Übersetzenden ist unsere zweite große Stoßrichtung ist eben die Vermittlungsarbeit, also dem Publikum, dem Lesepublikum zu vermitteln, was hinter dieser Arbeit steckt, wie sie vonstatten geht, wer sind die Akteure, die eigentlich dafür sorgen, dass man irgendein Werk der Weltliteratur auch bei uns auf Deutsch lesen kann. Und das ist auch eine sehr schöne Erfahrung, dass wir vielleicht, als ich vor 12 Jahren anfing und versuchte, Partner zu finden für Veranstaltungen, dann hieß es noch oft so, Loren? Und Übersetzer? Nee, Übersetzerveranstaltungen machen wir nicht. So. Und jetzt hat sich sehr stark verändert. Und das sind natürlich nicht nur wir beteiligt, aber auch ein bisschen. Und das war dann eine sehr schöne Erfahrung, als ich dann die Verantwortlichen des Kosmos kontaktiert habe, um zu fragen, ob sie interessiert sind. Wir würden gerne auch in ihren Räumen vielleicht auch ein neues Publikum erreichen, dass die sofort begeistert waren. Also das ist auch eine gute Erfahrung, genau. Und da seid ihr die Einladenden, also nicht Kosmos dann? Ja, das ist noch ein bisschen in Arbeit. Also wir haben jetzt mal einen Probelauf, die haben ja erst im September eröffnet. Und wir machen jetzt zwei von diesen unübersetzbaren Veranstaltungen und dann machen wir mal eine große Auslegeordnung und schauen, wie soll es weitergehen. Aber es soll weitergehen und dann sind wir Partner einfach. Es gibt ja viel Unübersetzbares. Ja, eben, der Stoff geht uns nicht aus. Ja, genau. Jetzt habt ihr ja im Hinblick auf den heutigen Abend eine Liste gemacht. Das sind Bücher, die man glücklicherweise auch erwerben kann auf dem Büchertisch, den Annemarie Pfister wie jedes Jahr mit großer Liebe und Einsatz von großer Muskelkraft hier präsentiert. Und ich würde gerne diese Liste ein wenig in Gang. Hast du sie, Marco, die Liste? Ich habe sie nicht auf Papier, ich habe sie. Also ich habe sie im Computer. Ja, gut. Also das sind Texte, Bücher, die auch einen Bezug haben zu Loren. Also jetzt kommen wir ein wenig weg von bloß dem Institutionellen und vielleicht etwas näher noch an das Inhaltliche heran, an einzelne Namen, an Bücher, die ihr empfehlen könnt, Bücher, die in Loren entstanden sind oder vielleicht dort, also Übersetzungen meine ich jetzt damit, Übersetzungen, die vielleicht dort ihren Anstoß gekriegt haben, einen Auftakt hatten oder gerade nicht dort. Das kann ja auch ein Grund sein, dass es nichts mit Loren zu tun hat und dennoch gut ist und so. Oder jemand so Passagier mal eine kleine Weile mal in Loren gearbeitet hat. Und da würde mich interessieren, das sind ja auch Buchempfehlungen, ja. Nicht? Also da seid ihr als Leserin auch gefordert, nicht? Sicher kann man mal sagen, dass von Dorothea Trottenberg einige Titel aufliegen auf dem Büchertisch von ihrem unglaublich umfangreichen Werk. Lauter auch ein paar neuere Sachen oder ganz neu erschienene. Auf jeden Fall. Russischen, das muss genau, ich Übersetzungen aus dem Russischen. Ja, genau, und genau. Ein Schwergewicht wahrscheinlich ist auch Bunin, Ivan Bunin. Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Und auch andere. Genau. Willst du noch Florian singen? Ja, also wir haben ja vorhin kurz erwähnt, dass wir verschiedene Stipendien vergeben, die mit einem Aufenthalt in Loren verbunden sind, mit einem Gratisaufenthalt. Und einige der Werke, die hinten auf dem Tisch zu kaufen sind,
sind entstanden im Rahmen eines solchen Stipendiums, also unter anderem von Lucia Berlin, die deutsche Übersetzung, die Antje Strugel angefertigt hat. Sie war bei uns im Rahmen eines Max Geilinger Stipendiums. Wir verteilen die dreimal im Jahr. Und das ist immer auch eine Auszeichnung des Werkes der Übersetzerin oder des Übersetzers. Das ist eine tolle Autorin. Antje Strugel, die Übersetzerin, ist selbst auch Autorin und sie hat auch an einer Veranstaltung teilgenommen im Literaturhaus Zürich. Also da laufen die Fäden sehr zusammen. Also sie übersetzt aus dem Englischen, muss man vielleicht sagen. German Dating hat sie übersetzt und eben diese Böllen. Genau. Ja. Und dann vielleicht noch eine Verbindung zu einem anderen Programmteil, den wir noch nicht erwähnt hatten. Wir machen auch Workshops für Schulen und speziell für die Region, in der wir zu Hause sind, für das Zürcher Oberland. Und da kommen Schüler und Schülerinnen zu uns und entweder vom Gymnasium, also 15-, 16-Jährige typischerweise, oder von der Sekundarschule. Das sind diejenigen, die dann eine Berufslehre anstreben. Und sie lernen das Handwerk einer Literaturübersetzerin, eines Literaturübersetzers. Sie sind mit den Texten beschäftigt, fertigen selber eine Übersetzung an oder eine Teilübersetzung unter fachkundiger Leitung. Und eine Leitung, die das sehr gut immer wieder bei uns macht, ist die Brigitte Jacobeit, die Marina Kiegens Das Gegenteil von Einsamkeit übersetzt hat, ein sehr bewegendes Buch. Es handelt sich um eine junge Absolventin oder Studentin, sie hat gerade fertig studiert, von Yale, die Essays geschrieben hat, um ihre Gleichaltrigen aufzufordern, sich dem Leben zu stellen und etwas zu tun, etwas zu bewegen, und die dann leider sehr früh gestorben ist. Auch dieses Buch liegt hinten auf, einfach als Beispiel einer weiteren Aktivität, die wir betreiben. Und dann vielleicht, wenn wir schon bei den jüngeren Übersetzern sind, das Buch, das von Lena Müller und Katharina Meyer übersetzt wurde. Interessant, eine Co-Produktion, eine Zusammenarbeit zweier junger Übersetzerinnen, die beide im Goldschmidt-Programm ausgebildet wurden. Das ist ein Programm für Übersetzer und Übersetzerinnen, die ein Studium der Übersetzung hinter sich haben, einen Einstieg in das Berufsleben suchen, in den Sprachkombinationen Deutsch, Französisch, Französisch, Deutsch. Und die haben gemeinsam das Buch von Fiston Banza Mujila übersetzt, Tram 83, das übrigens auch ausgezeichnet wurde, also die Übersetzung wurde ausgezeichnet an den diesjährigen Solothurner Literaturtag. Das ist so ein Spektrum und das liegt mir sehr am Herzen, weil es eben zeigt, dass auch die jüngere Generation an der Pforte steht und wir versuchen, diese durch verschiedene Programme auch zu fördern. Und die waren auch zum Beispiel in Loren oder sind? Lena Müller war bei uns, Katharina Meyer noch nicht, aber wir sind dran geraten. Genau. Ich sehe jetzt seit einer Stunde dein Band Harry Potter liegen. Wollte ich doch noch fragen, ob der auch was mit Loren zu tun hat. Genau. Dieser Band von Harry Potter, und zwar ist das die Übersetzung Harry Potter and the Cursed Child. Das ist ein Theaterstück, das J.K. Rowling geschrieben hat. Das wurde auch bei uns übersetzt, und zwar ins Norwegische. Und das ist einfach ein Beispiel, dass viele Bücher bei uns entstehen. Und das war doch unter dieser großen Geheimhaltung. Genau. Wir durften nichts sagen, dass er durfte nicht sagen, dass er was Neues über Harry Potter oder in Zusammenhang mit Harry Potter übersetzt. Gab es einen Decknamen für das? Das wäre natürlich eine schöne Sache gewesen daraus für die Medien, irgendwas zu machen, aber eben man durfte nichts verlauten lassen. Wir wussten vor allem an, dass da noch was kommt. Und da ist, wenn wir schon bei den Büchern sind, da würden Sie raten, um welchen Titel es sich hier wohl handelt, ein kleiner Hinweis. Es ist Schweizer Literatur, die ins Ostarmenische übersetzt wurde. Schweizer Buchpreis vor ein paar Jahren. Ja, genau. Wir haben eine Liste, beziehungsweise Frau Pfister hat dann netterweise den Büchertisch zusammengestellt nach diesen Vorschlägen, um Ihnen zu zeigen, aus wie vielen Sprachen übersetzt wird und um Ihnen auch eine Vorstellung von der Vielfalt, von dem breiten Spektrum der Genres, die da vertreten sind, und der Literatur zu geben. Es sind Klassiker dabei, es sind ganz moderne Autoren, Kinderbücher. Und wir haben für die das interessiert, wir haben einfach mal eine Liste
können Sie sich gern anschauen, von Büchern, an denen in Loren gearbeitet wurde, allein in den letzten 2 Jahren, 2016 und 2017. Die Liste ist 9 Seiten lang und eng gedruckt. Da sind dann natürlich nicht nur wie hier die Übersetzungen ins Deutsche mehrheitlich, sondern auch die anderen Sprachenpaare. Aber man kann auch mit Sprachenpaaren, die nichts mit unseren Landessprachen zu tun haben, herkommen. Also man kann auch aus dem Tibetischen ins Hindi übersetzen, wenn man möchte. Sind dann die Schweizer Nationalsprachen als Ziel oder Originalsprachen dominant oder nicht? Kann man das nicht sagen? Also wenn man als Ziel- und Ausgangssprachen Deutsch, Französisch, Italienisch, kann man schon sagen, ist ein Großteil der Aufenthalte. Ja, genau. Aber es ist nicht so, dass das explizit eingestellt wird, sondern es hat vielleicht eher geografische Gründe. Was natürlich jedes Jahr vorkommt, sind diese Loren-Stipendien, die jedes Jahr ausgeschrieben werden für die Übersetzung Schweizer Literaturen in eine bestimmte Sprachregion oder einen bestimmten Kulturkreis. Also wir hatten schon Übersetzungen Schweizer Literatur in die baltischen Sprachen, dann eben ins Ostarmenische zum Beispiel. Das wird jedes Jahr ausgeschrieben und da können sich dann Übersetzer aus diesen Sprachen bewerben für eine Übersetzung aus einer der Schweizer Landessprachen. Ich möchte hier eine kleine Fußnote eröffnen, die dann auch wieder schließen. Und zwar habe ich mir jetzt bei der Aufzählung all dieser Sprachen und Länder die Überlegung gemacht, wie weit die Übersetzerinnen und Übersetzer jeweils überhaupt ausreisen und in die Schweiz reisen können. Ich kenne jetzt nur gerade den einen Fall von einem Übersetzer in Aserbaidschan, den ich in Baku kennengelernt habe. Es war ein Riesenproblem, den überhaupt rauszukriegen. Und dass er mal eine Woche in der Schweiz sein konnte, helft ihr damit? Da müsst ihr ja viel mit Fremdenpolizei und so weiter. Wir haben natürlich gute Kontakte zu Schweizer Konsulaten und Botschaften inzwischen. In ganz vielen Ländern, ja. Also es gibt schon Länder, wo man weiß, jetzt wir haben eine Kontaktperson, wenn die dann wieder wechselt im Turnus der Diplomatie, dann müssen wir es wieder neu aufbauen. Aber wo wir ganz klar, wenn wir die Einladung rauslassen, dann geht die Kopie an den Botschafter, an den Botschaftsrat, an den Kulturattaché, einfach an alle, die wir dort kennen, mit dem Ziel, dass das funktioniert. Das also, klappt in der Regel, oder? Wir haben schon lange keinen Ärger mehr gehabt diesbezüglich. Ja. Doch. Ich glaube, dass wir schreiben immer einen Einladungsbrief und in dem Einladungsbrief steht auch explizit, dass die Übersetzerinnen und Übersetzer nicht in der Schweiz arbeiten, im Sinn von einem Angestelltenverhältnis nachgehen. Und dass wir schreiben auch immerhin, wie viele Übersetzer in den letzten Jahren aus diesem Land in der Schweiz waren und wieder zurückgekehrt sind. wir versuchen unser Bestes. Es liegt uns sehr am Herzen, dass gerade auch professionelle Literaturübersetzerinnen aus Ländern, wo es eben schwierig ist, wo auch die Umstände schwierig sind, wo auch die Bezahlung in der Regel unvergleichlich schlechter ist als in einem westeuropäischen Land, dass man ihnen eine Chance geben kann, zu uns zu kommen. Können wir die Klammer wieder schließen? Ja. Fußnote. Ja, zu den Büchern noch. Die Zeit, die man in Loren verbringt, das beschränkt sich ja so auf 2-3 Wochen, glaube ich. Ja? Oder bis zu einem Monat oder auch länger, aber der Durchschnitt ist etwa 3 bis 4 Wochen. Ja. Ich habe gedacht, jetzt an das Buch von Liao Yiwu, das ja unmöglich in der Zeit übersetzt werden konnte, weil die Übersetzerin natürlich da ein Jahr lang daran gearbeitet hat. Oder noch den krasseren Fall von dem Luo Gansong mit den 3 Reichen aus dem klassischen Chinesischen. Das steht da hinten, 2 Sol-Bände im Schuber. Also die Übersetzerin Eva Schestag, die hat 6 Jahre daran gesessen. Und sie war öfters bei uns und das sind dann natürlich, ich meine, wenn jemand Hans-Jörg Schneider übersetzt, dann kann er nicht 5-mal kommen in 5 Jahren, dann stimmt dann irgendwas nicht. Aber wenn jemand die 3 Reiche übersetzt, dann das dauert halt einfach diese Zeit. Also es gibt schon, oder natürlich ist Liao Yiwu auch ein Beispiel dafür. Dass dann, und Karin Betz, die Übersetzerin, die ist auch ein Stammgast bei uns, die kommt im Jahr wahrscheinlich 2-mal. Und mit ihr machen wir auch Veranstaltungen. Also es gibt da schon Beziehungen, die man aufbaut im Laufe der Jahre mit Leuten, mit denen man dann sehr eng verbunden ist. Ihr bekommt von allen Büchern, die in irgendeiner Weise mit Loren was zu tun hat,
auch ein Exemplar. Also ihr könnt das immer auch nachschauen, was da gemacht wurde an Ordenschein. Ja. Wie steht es mit den Wörterbüchern? Braucht man das heute noch? Gibt es das? Bibliotheksfachfrau. Also ja, unbedingt. Na, sicher braucht man noch Wörterbücher. Zum einen, natürlich hat sich die Art der Arbeit, die Art der Recherche verlagert. Das ist ganz klar. Also man hat heute sehr viel mehr, sei es nun online zugänglich oder als Applikationen auf dem eigenen Computer, Wörterbücher, die man sich elektronisch erwirbt und benutzt. Aber dennoch enthebt einen das nicht der Verantwortung, aber auch des Vergnügens, gelegentlich dann Bücher zu konsultieren. Zum Beispiel alte Wörterbücher, die es noch nicht in elektronischer Form gibt, oder einfach sich auch inspirieren zu lassen vom Blättern in den Wörterbüchern. Das fehlt beim Computer natürlich völlig. Wenn ich im Computer ein Wort nachgucke, dann steht da, was das heißt. Aber dieses Blättern, was ich in einem gedruckten Buch habe, das entfällt da. Und das ist häufig doch sehr wichtig. Ja, klar, natürlich. Und gibt es zum Beispiel Wörterbücher, also ich nehme an, Abasinisch-Russisch wird es wohl geben. Wenn man dann ins Deutsche übersetzt, dann arbeitet man halt dann übers Russische. Oder wie läuft das bei diesen kleinen Kaukasussprachen zum Beispiel ab? Also das. Ja, wir versuchen möglichst viele Wörterbücher anzuschaffen. Das ist aber ein laufendes Projekt. Und es ist auch so, dass unsere uns zugewandten Übersetzergäste sehr oft Wörterbücher konkret mitschleppen im Flugzeug, im Zug und uns die überbringen, weil wir gar nicht unbedingt an die rankommen könnten sonst. Aber es ist unmöglich, alle Sprachkombinationen zu haben. Auch für die Übersetzer stelle ich mir das vor, bei vielen Sprachen, dass es für, wenn sie ins Deutsche übersetzen zum Beispiel, dass es einfach kein zweisprachiges Wörterbuch gibt mit dieser Kombination. Und die arbeiten dann halt mit einsprachigen oder eben über andere Sprachen, nehme ich an. Ja, einsprachige Wörterbücher, genau wie eben große Enzyklopädien, mehrbändige, sind natürlich nach wie vor ein wichtiges Arbeitsinstrument. Mhm. Es ist auch so, die Gäste in Loren können auch die Zentralbibliothek in Zürich benutzen und über die Zentralbibliothek in Zürich dann auch letztlich die Bibliotheken in der Schweiz. Und man kann mit einer Karte von Loren entsprechend sich da ausrüsten. Ja. Insofern ist die Bibliothek in Loren sehr gut, aber sie ist sehr spezialisiert. Es gibt einen elektronischen Bibliothekskatalog, in dem sich die Leute auch vorher informieren sollten, bevor sie kommen, ob das, was sie brauchen, da ist. Aber wenn das die Bestände nicht ausreichen, kann man ihnen da helfen. Gibt es auch für Nicht-Übersetzerinnen und Nicht-Übersetzer einen Grund, in diesen Bus zu steigen, nach Wernitzhaus zu fahren? Also kann man auch dort mal vorbeikommen, schauen? Man kann anrufen und sich anmelden. Ja, klar. Also wir machen natürlich auch Veranstaltungen, wobei im Haus selber machen wir nur eine große pro Jahr. Weil wir eben erkannt haben, dass eigentlich bei den Veranstaltungen, und da sind wir auch so ein bisschen Lobby und haben eine Mission, wir wollen eben dieses Metier den Leuten nahebringen und erklären, was es damit auf sich hat, haben wir schon begriffen, dass eigentlich das wirkungsvoller ist, wenn man Kooperationen eingeht mit anderen Veranstaltern oder mit Festivals. Also dass wir dann auch außer Haus Dinge tun. Aber dann einmal im Jahr ist großer Bahnhof bei uns in Loren mit Veranstaltung, Essen, alle sind eingeladen den ganzen Tag und das ist uns sehr wichtig. Also es würde uns freuen, wenn Sie nächstes Jahr kommen, ist allerdings erst im September. aber wir nehmen gerne, also wenn Sie sich interessieren, unsere Informationen zu erhalten, wir sind nicht penetrant, wir schreiben nur einmal pro Jahr eine Karte. Und dreimal pro Jahr ein Newsletter, also man wird dann nicht wöchentlich oder monatlich bedient, nehmen wir sehr gerne natürlich Ihre Daten auf. Und jetzt habe ich den Faden verloren, vor lauter Eigenwerbung. Nach Wernitzhausen zu fahren, genau, bei der Veranstaltung beziehungsweise bei dem Lorentag im September ist es übrigens so, dass ein Shuttle-Service organisiert ist. Ein Spezialbus? Mit einem Bus, der dort regelmäßig hin und her fährt. Ja, genau. Bis vor die Haustür gefahren wird. Genau. Halt auf Verlangen. Bei den Lorentagen, also bei dieser Veranstaltung, gibt es jeweils eine Themenveranstaltung von ungefähr einer Stunde bis eineinhalb. Beispielsweise einmal haben wir eine Veranstaltung zum Filmuntertiteln. Da haben wir Leute eingeladen, die Untertitel zeigen.
oder zu Spezialfragen übersetzen, maschinelles Übersetzen, alles Veranstaltungen, die mit dem Übersetzen zu tun haben. Und dann gibt es, wie gesagt, zu essen und zu trinken und Gespräche. Und wenn Sie sich für den Newsletter tatsächlich interessieren, dann können Sie bei uns auf der neuen Webseite, die seit gestern online ist, können Sie sich anmelden für den Newsletter. Jetzt haben wir eine ganze Menge von Fragen gestellt, natürlich längst nicht alle. Vielleicht haben Sie, meine Damen und Herren, Fragen. Ja, sicher, ja, auf die wäre ich schon gekommen. Aber na gut, ja, nein, also doch, Aufstellung, bis ich die Fragen gebündelt und irgendwie. Ja. Eine solche Veranstaltung oder Kooperationsveranstaltung ist eben unter anderem auch jetzt hier im Haus noch zu sehen. Vielleicht haben Sie es bei der Einladung schon gesehen. Es gibt eine Ausstellung, die mit dieser Karte beworben wurde. Die Karte heißt Übersetzer-Schreibtische. Die Ausstellung heißt Schreibtische Übersetzer in der Schweiz und in der Ukraine. Das ist eine Ausstellung, die von Loren, von Florence Wittmer und einer ukrainischen Übersetzerkollegin kuratiert wurde im letzten Jahr auch. Im Rahmen einer anderen Veranstaltung, im Rahmen der Manifesta, die in Zürich letztes Jahr zu Gast war und bei der das Übersetzerhaus Loren eben die Ausstellung mit Übersetzer-Schreibtischen kuratiert hat. Die Ausstellung ist bei uns im Haus noch zu sehen bis Ende Dezember. Sie können auch nachher, nach dem Apéro, dort noch hingehen. Bis halb elf geöffnet noch. Ist gleich auf diesem Stock. Da, wo Eingang Bibliothek steht, im Informationsdesign. Da, wo man früher sehnsüchtig vor Zettelkästen stand. Und so. Ja. Und die Szenografin Tanja Centina ist ebenfalls hier heute, das freut uns auch sehr, die diese Ausstellung eingerichtet hat. Ich habe eine Idee, dass vielleicht würde man gerne so pro Thema, man hat eine lustige, interessante Thema, das man meinte, käme in allen Ländern gut an. Und man würde es gerne so entweder Flora, Fauna, was auch immer, oder Karikaturen, dann könnte man dieses Konzept bei Ihnen irgendwie anlegen und eine Gruppe bilden, das alle von Übersetzern, die eventuell teilnehmen würden und das herausgeben könnte, dass man das international herausgeben könnte. Also es ist so, dass wenn man sich für sowas interessiert, würde ich empfehlen, dass man sich beim Autorenverband der Schweiz meldet, weil dort sind die Übersetzer als Verband auch mit drin, also das ist der Autoren- und der Übersetzerverband ADS. Wir sind keine Vermittlungsplattform. Es ist auch so, das wird auch immer wieder mal, werden wir angefragt, ob wir vielleicht Übersetzer vermitteln könnten oder ob wir einen Verlag kennen, der ein Projekt herausbringen könnte. Und das übersteigt unsere Kapazität schlicht. Aber dem Übersetzerverband, der bei dem Autorenverband angeschlossen ist, das ist sicher eine Möglichkeit. Auf der Webseite vom Autorenverband gibt es auch eine Datenbank für Übersetzer. Also da kann man nach Sprachen zum Beispiel Übersetzer. Und so etwas wird sicher häufiger gemacht, oder? Oder ich meine, mit dem Internet ist alles so global und Outsourcing und alles möglich. Also was es zum Beispiel gibt, sind so Newsgroups oder Mailinglisten für bestimmte Sprachkombinationen. Mhm. Also da sind zum Beispiel im deutschsprachigen Raum die Übersetzer, die Spanisch, Deutsch, Deutsch, Spanisch, manchmal in beide Richtungen, die haben eine Mailingliste und die schicken sich gegenseitig ihre Fragen zu. Das gibt es auf jeden Fall. Dann gibt es auch bei, ich sage mal, sehr wichtigen Autoren, wie zum Beispiel Robert Walser, gibt es auch ein kleines Forum, wo sich die Robert Walser-Übersetzer in ganz verschiedene Sprachen zusammengeschlossen haben in einem Forum oder einer Mailingliste und sich gegenseitig austauschen. Also da gibt es allerlei. Danke. Ja, bitte. Sie haben zuerst gesagt, dass es vielleicht in der Schweiz 7 Millionen Übersetzungsexpertinnen gibt. Ich frage mich, ob nicht eher das Gegenteil der Fall ist und es manchmal frustrierend ist, dass die Qualität von Übersetzungen recht wenig besprochen wird, wenn Buchrezensionen erscheinen und dass zum Teil sogar in Artikeln von der tollen Sprache die Rede ist,
und dabei überhaupt nicht erwähnt wird, dass da noch ein Übersetzungsvorgang dazwischen ist. Ja, wobei da muss man schon sagen, dass in den letzten 10 bis 15 Jahren es deutlich zugenommen hat, dass Übersetzungen überhaupt rezipiert werden. Also zum einen so ganz formal, dass bei einem Buch, was besprochen wird, auch dabei steht, wer es übersetzt hat. Das war vor etlichen Jahren auch noch nicht selbstverständlich. Das ist aber unter anderem auch dank Lobbyarbeit von Übersetzerverbänden, Autorenverbänden oder eben dank der größeren Sichtbarkeit von Übersetzungen durch solche Institutionen, auch wie Loren, hat sich das durchaus verbessert. Aber Sie haben natürlich recht, häufig wird es gar nicht erwähnt oder eben nur schlecht erwähnt. Also mir ist es dann fast lieber, dass jemand gar nichts sagt, als nur Schlechtes, ohne die Sprache zu kennen, aus der er da kritisiert. Ja, bitte. Oder zum Beispiel jetzt beim Buch von Lucia Berlin, was ich besprochen habe, hatte sie einen ganz tollen Essay zuerst im Anfang vom Buch, von der Übersetzerin, wie sie überhaupt zu dem Text gekommen ist, was sie daran fasziniert. Und das ist für eine Autorin, die bis anhin nicht bekannt war, nicht übersetzt war, die ein kleines Oeuvre hat von 69 Erzählungen, ist das sehr hilfreich. Also kenne ich jetzt zum Beispiel noch kaum von Büchern, oder? Und zu der Bemerkung wegen Ferrante, das ist natürlich das Problem, dass die Bücher viel früher in Englisch und Französisch erschienen sind, oder? Und das ist der erste, dritte Band jetzt auf Deutsch erschienen, der vierte kommt im Januar. Und die NZZ hat zum Beispiel etwa vor 2 Monaten mir ein Gespräch mit dieser Übersetzerin gebracht, das sehr, sehr aufschlussreich war. Alle, die so ein bisschen die Nase rümpfen über das Ferrante-Buch, den habe ich das ausgedruckt und habe gesagt, lesen Sie das, was diese Autorin unternimmt. Die lebt 4 Jahre mit diesem Text jetzt schon. Die lebt zur größten Zeit in Neapel. Also man kann sagen, mich interessiert dieses Buch nicht, aber man kann nicht sagen, dass das Buch ein schlechtes Buch ist auf Deutsch. Oder? Und ich finde, dort hat sich sehr, sehr viel verändert. Oder? Dass einfach der Übersetzer oder die Übersetzerin sind, die sind... Aber es gibt immer noch ganz viele Leute, die immer fragen, ist das eine gute Übersetzung? Ich sage ihnen, können Sie so gut Spanisch oder Griechisch oder Chinesisch, dass Sie das beurteilen können? Lesen Sie den Text sonst in der Originalsprache. Aber man ist doch einfach froh, dass man überhaupt Zugang zum Text hat. Und also ich weiß jetzt auch, von im Suhlkamp Verlag zum Beispiel ein Buch erschienen von Tremaine, einer englischen Autorin über die Schweiz, und die schreibt dann immer die Alm. Also das finde ich zum Beispiel, das darf ein Lektor wirklich nicht durchlassen. Es hat ganz viele solche Wörter. Das Buch ist unterhaltsam, aber ist von dem her einfach so offen, es ist zum Kotzen, oder? Es hat auf jeder zweiten Seite hat es einfach ein deutsches Wort für ein, das es auf Schweizerdeutsch gibt, und das wirklich sehr störend ist. Oder? Und das von dem her, also das weiß ich jetzt gerade noch, also es gibt auch ganz viele, oder? Und dort gibt es sicher unsorgfältige Sachen schon. Und der Suhlkamp Verlag oder der Insel Verlag, finde ich, das hätte der Lektor einfach einer Schweizer Übersetzerin oder Leserin, nur das war, lernt schon ein Leser, geben sollen, einfach dass das gar nicht vorkommt. Oder? Ein weites Feld mit vielen Themen. Also etwas, was ich auch kürzlich gedacht habe, das wäre ein Tätigkeitsfeld, wo man noch ein bisschen was bewegen könnte, ist, dass man Verlage dazu motiviert, vermehrt Vor- oder Nachworte von den Übersetzerinnen und Übersetzern zu bringen. Und zwar nicht im Sinn von diesen Fußnoten, die ja sehr unbeliebt sind, sondern wirklich, wo eigentlich auch der Übersetzer schreiben kann. Oft ist auch eine große Erschließungsarbeit damit verbunden, wie ist man zu diesem Werk gekommen, was gibt es über den Autor zu sagen, was sind die sprachlichen Eigenheiten, wo man das vermehrt, also den Übersetzer zu Wort kommen lässt. Das finde ich ein Feld, bei dem durchaus noch Potenzial ist. Ja. Ich habe zwei kurze Fragen. Mich würde interessieren, ob Sie selber auch übersetzen und wie es aussieht mit Comics und Spielanleitungen zum Beispiel, ob das auch in Literatur wird. Welche Übersetzer?
Also Comics kann man durchaus auch zur Literatur zählen. Es ist so, dass wir teilweise Workshops schon organisiert haben mit Comic-Übersetzungen für junge Leser. Die konnten sich dann selber an einer Comic-Übersetzung probieren. Schwierig insofern, als dass gerade in diesem Bereich die Übersetzer und Übersetzerinnen selten genannt werden. Und es ist auch sehr schwierig, die Namen aus den Verlägen herauszukriegen. Spielanleitungen, ich glaube nicht, dass man das als Literatur bezeichnen kann. Das ist dann eher eine Gebrauchsübersetzung. Ja. Und die andere Frage zur Übersetzung, Gabi Stöckli, kann sich da vielleicht dazu äußern? Ich wollte nur noch sagen, wir haben zu Comic und Graphic Novel haben wir vor 2 Wochen einen Workshop im italienischsprachigen Raum, nämlich im Bergell, im Tal Bergell. Dort haben wir ein Projekt für Italienisch, ein Schwerpunktprojekt, und dort haben wir, das nennt sich Laboratorio Italiano, traduce il fumetto e la graphic, il graphic novel, ich glaube es ist il. Und da haben wir uns zum ersten Mal auf dieses Feld vorgewagt, und ich habe ein kleines Kinderbuch aus dem Spanischen übersetzt, das auch dort hinten ist, was mir sehr großen Spaß gemacht hat und was auch eine Textmenge ist, die neben dem üblich der anderen Arbeit in Loren irgendwie noch zu bewältigen war. Ja. Ist das der Auftakt zu einer weiteren? Ich bin jetzt an der zweiten von diesem gleichen Autor. Ja. Bei mir ist es so, dass ich mich an ein kleines erstes Werk herangetastet habe, aber ich bin noch überhaupt nicht sicher, ob das je das Tageslicht erblicken wird, und möchte mich dafür noch nicht. Also auch keine Angaben über Autor, Autorin? Ich glaube nicht. Wir warten. Ja. Ihr habt viel erzählt darüber, dass ihr junge Kräfte fördert und auch mit erfahrenen Übersetzern zusammenbringt. Haben die alten Hasen, wie es jemand genannt hat, von diesem Austausch dann auch etwas schon? Ja, absolut. Also wir hatten mal eine öffentliche Veranstaltung, ich glaube, das war mit Ulrich Blumenbach oder was nennt das, Heide Stein, die Berlin schon. Und da ist es tatsächlich so, dass das ist wirklich eine Zusammenarbeit, und es können beide profitieren. Also auf einer ganz fundamentalen Ebene, zum Beispiel vom Wortschatz. Also jüngere Menschen kennen den Jugendslang, kennen aktuellere Wörter, weil sie die täglich benutzen. Wenn man einen Jugendroman übersetzen will, ist das absolut elementar. Aber auch sonst Arbeitsweisen, also ich glaube, du kannst da mehr darüber sagen. Ja, also ich habe schon mit anderen Übersetzerinnen zusammengearbeitet, die aber jetzt nicht unbedingt so viel jünger waren, also jetzt nicht als Mentorat im Programm. Aber dennoch ist es so, dass man eben profitiert genau auf dieser Ebene, aber zum Teil auch kann es nicht schaden, wenn man mit einer gewissen Unbefangenheit mal wieder rangeht. Weil je länger man übersetzt, desto misstrauischer wird man gegenüber sich selbst und gegenüber dem, was man macht. Und dann ist es manchmal doch erfrischend zu sehen. Man muss nicht immer einverstanden sein damit, aber dennoch manchmal tut es ganz gut, wenn man auch dann jemanden sieht, der oder die dann wieder viel unbefangener daran geht als man selber. Also man kann da sicher auch einiges an Flexibilität, auch geistige Flexibilität vielleicht manchmal profitieren. Ja. Ich denke, einstweilen sind die wichtigen Fragen alle geklärt. Ich danke euch dreien ganz herzlich. Bitte, ja? Sie haben vorher von den 4 Landessprachen erzählt, und eigentlich gibt es ja noch die 5. Schweizerdeutsch. Kommt das irgendwo vorgenommen? Ja, ja. Absolut. Wir hatten zum Beispiel eine öffentliche Veranstaltung mit Pedro Lenz vor einigen Jahren, der ja Berndeutsch schreibt. Und zwar, das war wirklich interessant, dass eine Veranstaltung in der lokalen Wirtschaft zum Bachtel im Dorf, das ist explizit eine Veranstaltung für die Dorfbevölkerung und für die Region. Und es ging genau um dieses Thema, wie übersetzt man Slang, wie übersetzt man Dialekt ins Englische. Und der Übersetzer ist ein aus Irland stammender Schotte, der sich entschieden hat, dieses Berndeutsch im Glaswegian Dialekt zu übersetzen. Und das hörte sich dann so an, dass ich das heute hier nicht wiederholen kann. Ich kann nur sagen, es hatte sehr viele sogenannte
four-letter words, also Fluchwörter im Text, weil man offenbar in Glasgow so so dumm ist, so richtig. Genau. Einstweilen haben wir alles geklärt und jetzt mache ich Ihnen einen kleinen Routenvorschlag. Sie gehen am Tisch von Annemarie Pfister vorbei und schauen sich, was an Büchern angeboten wird. Sie werden sich draußen erholen können. Die Heinrich-Henrike-Beck-Stiftung lädt Sie ein zu einem reichhaltigen Apéro. Und gestärkt gehen Sie dann noch diese Ausstellung anschauen, die mit den Schreibtischen der Übersetzer und Übersetzerinnen aus der Schweiz und aus der Ukraine. Und ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie schon mal hierher gekommen sind. Ja? Danke.